Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video lernen wir, wie man dieses traumhaft schöne Tuch häkelt, welches gar nicht so kompliziert ist, wie es aussieht. Wir häkeln 19 Runden, diese werden die Basis für das Tuch sein und ab dann haben wir 11 Runden, die wir stets wiederholen. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört, weil wir im Grunde genommen sehr viele Wiederholungsrunden mit einfachen Stäbchen haben. Mein Tuch ist ungefähr 1,67 breit und 67 cm hoch. Schauen wir uns an, wie dieses Tuch gehäkelt wird. Es geht los mit 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4 und die fünfte. Und diese Luftmaschenkette schließe ich jetzt zu einem Kreis, indem ich in die erste Luftmasche einsteche. Und mir den Faden durch beide Schlingen ziehe, die jetzt auf meiner Nadel sind. 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Die 3 Luftmaschen zählen als ein ganzes Stäbchen und ich häkel 4 weitere Stäbchen im Kreis. Ich steche in den Kreis und häkel das erste Stäbchen. Das zweite. Das dritte und das vierte ganze Stäbchen. Und mit den 3 Luftmaschen habe ich jetzt insgesamt 5 ganze Stäbchen. 2 Luftmaschen, 1, 2 und nochmal 5 ganze Stäbchen im Kreis häkeln. Das erste, das zweite, das dritte, das vierte und das fünfte ganze Stäbchen. Und das war die erste Runde. 5 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 5 ganze Stäbchen. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und ich wende meine Arbeit. Die 3 Luftmaschen zählen als ein ganzes Stäbchen und ich häkel 2 weitere Stäbchen in der ersten Masche. 1 und das zweite Stäbchen in der ersten Masche. Und mit den 3 Luftmaschen habe ich jetzt insgesamt 3 ganze Stäbchen in derselben Masche. Diese 3 ganzen Stäbchen sind meine Zunahmen. Ich häkel weiter ganze Stäbchen in jede Masche, bis ich die Lücke erreicht habe. Ich steche in die nächste Masche und häkel auch hier ein ganzes Stäbchen. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. Und auch in der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. So, und hier habe ich eine Lücke zwischen den Stäbchen. Diese Lücke wird die Spitze unseres Tuches. In dieser Lücke häkel ich jetzt 2 ganze Stäbchen. 1, 2. 2 Luftmaschen, 1, 2 und nochmal 2 ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste und das zweite. So, und das, was ich jetzt auf der rechten Seite gehäkelt habe, häkel ich auch auf der linken Seite. Das heißt, in jede Masche ein ganzes Stäbchen, bis ich hier die vorletzte Masche erreicht habe. Ein ganzes Stäbchen in der nächsten Masche, auch in der nächsten Masche ein Stäbchen, in der nächsten Masche ein Stäbchen und auch in der nächsten Masche ein Stäbchen. Das ist die vorletzte Masche. So, und hier mache ich wieder Zunahmen, aber nicht in der letzten Masche, sondern ich steche zwischen dem vorletzten und dem letzten Stäbchen in diese Lücke und häkel hier in diese Lücke 3 ganze Stäbchen. 1, 2 und das dritte. Und das war jetzt die zweite Runde. In dieser Runde haben wir Zunahmen gemacht. Am Anfang 3 ganze Stäbchen, am Ende 3 ganze Stäbchen und auch hier in der Lücke in der Mitte haben wir 2 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 ganze Stäbchen gehäkelt. Das sind auch Zunahmen.
Drei Luftmaschen. Eine, zwei, drei. Und ich wende meine Arbeit. Die drei Luftmaschen zählen wieder als ein ganzes Stäbchen und ich häkel zwei weitere Stäbchen in der ersten Masche. Eins und das zweite. Und mit den drei Luftmaschen habe ich wieder drei ganze Stäbchen in derselben Masche gehäkelt, also wieder Zunahmen gemacht. Ich häkel Stäbchen in jede weitere Masche, bis ich die Lücke erreicht habe. Ich steche in die nächste Masche, häkel ein ganzes Stäbchen. Auch in der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. In der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen. Bis ich die Lücke erreicht habe. In jede Masche ein ganzes Stäbchen häkeln. So, und hier ist die Lücke, ist die Spitze des Tuches. Hier mache ich meine nächsten Zunahmen. In diese Lücke zwei ganze Stäbchen häkeln. Eins. Zwei. Zwei Luftmaschen. Eine und die zweite. Und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins. Zwei. So, und das, was ich jetzt auf der rechten Seite gehäkelt habe, häkel ich auch auf der linken Seite. Das heißt, in jede Masche wieder ein ganzes Stäbchen, bis ich die vorletzte Masche erreicht habe. Ich steche in die nächste Masche, häkel ein ganzes Stäbchen, auch in der nächsten Masche ein Stäbchen, in der nächsten Masche ein Stäbchen. Und das mache ich jetzt, bis ich die vorletzte Masche erreicht habe. So, hier ist die vorletzte Masche. Auch in diese Masche ein ganzes Stäbchen häkeln. Und hier sind die drei Luftmaschen, die mein letztes Stäbchen ergeben. Ich steche wieder zwischen dem letzten und dem vorletzten Stäbchen in der Lücke ein und häkel hier drei ganze Stäbchen. Das erste, das zweite und das dritte. Das war die dritte Runde. Und das mache ich jetzt noch vier weitere Runden, bis ich insgesamt sieben Runden habe. Das heißt, drei Luftmaschen, Arbeit wenden. Die drei Luftmaschen sind wieder ein ganzes Stäbchen und zwei weitere Stäbchen in der ersten Masche, so dass wir insgesamt mit den drei Luftmaschen drei ganze Stäbchen haben. Dann in jede Masche ein ganzes Stäbchen, in der Lücke zwei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei ganze Stäbchen. In jede Masche ein ganzes Stäbchen und in der letzten Lücke zwischen dem vorletzten und dem letzten Stäbchen drei ganze Stäbchen in der Lücke häkeln. Und dann wieder drei Luftmaschen, Arbeit wenden und das Ganze wiederholen. Das machen wir für insgesamt sieben Runden. Drei haben wir gehäkelt, vier kommen noch dazu. Ich mache das jetzt außerhalb der Kamera, damit das Video nicht zu lang wird. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Die vier Runden sind fertig gehäkelt. Und somit haben wir jetzt insgesamt sieben Runden mit Stäbchen und gleichzeitig die Zunahmen am Anfang und am Ende und in der Spitze gehäkelt. Achte Runde. Drei Luftmaschen. Die zähle ich wieder als ein ganzes Stäbchen und ich wende meine Arbeit. In der ersten Masche zwei ganze Stäbchen. Das erste. Und das zweite. Und die Runde startet wieder mit drei ganzen Stäbchen in der ersten Masche. Es geht weiter mit Stäbchen, aber jetzt häkel ich in dieser Runde Reliefstäbchen von vorne. Das heißt, ich arbeite zwischen den Stäbchen in den Lücken. Ich mache meinen Umschlag und steche zwischen dem ersten und dem zweiten Stäbchen in die Lücke. Hier ist die Lücke. Zwischen dem ersten und zweiten Stäbchen. Meine Nadel ist unter dem zweiten Stäbchen und ich komme in der nächsten Lücke raus. Die Nadel befindet sich unter dem zweiten Stäbchen. Ich hole mit dem Faden durch die zweite Lücke
unter dem Stäbchen und komme in der ersten Lücke wieder raus und häkel ganz normal mein Stäbchen. So, hier habe ich gerade umhäkelt. Das ist das zweite Stäbchen. Ein Umschlag. Ich gehe in die Lücke neben dem zweiten Stäbchen. Ich steche in diese Lücke ein, bin unter dem Stäbchen, komme in die übernächste Lücke raus. Ich hole meinen Faden durch die zweite Lücke unter dem Stäbchen und komme in der ersten Lücke wieder raus und häkel mein ganzes Stäbchen. Und noch einmal Umschlag. Ich steche nun in die nächste Lücke, bin unter dem Stäbchen, komme in der übernächsten Lücke raus, hole mit dem Faden durch die zweite Lücke unter dem Stäbchen und komme in der ersten Lücke wieder raus und häkel das ganze Stäbchen. Und das mache ich jetzt, bis ich die Lücke der Spitze erreicht habe. Ich häkel Reliefstäbchen von vorne, das heißt, ich umhäkel jedes Stäbchen, indem ich von vorne in die Lücke einsteche. Das wiederhole ich, bis ich die Spitze des Tuches erreicht habe. Ich bin an der Spitze meines Tuches angekommen. Hier ist noch ein Stäbchen vor der Spitze, das umhäkel ich jetzt auch. Ich mache meinen Umschlag, steche in die Lücke vor diesem Stäbchen, bin unter dem Stäbchen und komme in der Lücke der Spitze raus. Nun hole ich mir den Faden, bin in der Lücke der Spitze, unter dem Stäbchen und komme in der Lücke vor dem Stäbchen raus und häkel mein ganzes Stäbchen. So, und hier ist die Lücke der Spitze. In diese Lücke zwei ganze Stäbchen häkeln. Eins und das zweite. Zwei Luftmaschen, eine, zwei und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins und das zweite. So, und das, was ich jetzt rechts gehäkelt habe, mache ich auch auf der linken Seite. Das heißt, ich mache meinen Umschlag, ich steche in die Lücke ein, bin unter dem Stäbchen neben der Lücke und komme in der übernächsten Lücke raus. Ich hole mit dem Faden durch die zweite Lücke unter dem Stäbchen und komme in der Lücke der Spitze raus und häkel wieder mein ganzes Stäbchen. Und wieder ein Umschlag. Ich gehe in die Lücke neben dem Stäbchen, welches ich gerade umhäkelt habe, bin unter dem nächsten Stäbchen und komme in der nächsten Lücke raus. Ich hole mit dem Faden durch die zweite Lücke unter dem Stäbchen und komme in der ersten Lücke wieder raus und häkel mein ganzes Stäbchen. Ich häkel nun diese Reliefstäbchen von vorne, bis ich am vorletzten Stäbchen angekommen bin. Ich umhäkel Stäbchen für Stäbchen, bis ich das vorletzte Stäbchen erreicht habe. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Hier ist das vorletzte Stäbchen. Auch hier ein Reliefstäbchen. Umschlag. Ich steche in die Lücke vor dem vorletzten Stäbchen, bin unter dem Stäbchen und komme in der letzten Lücke raus, hole mit dem Faden durch die letzte Lücke unter dem Stäbchen und komme wieder in der vorletzten Lücke raus und häkel mein Stäbchen. Und hier ist das letzte Stäbchen, die drei Luftmaschen, die wir gehäkelt haben, die als ein Stäbchen zählen. Nun häkel ich in der Lücke zwischen dem letzten Stäbchen und dem vorletzten Stäbchen drei ganze Stäbchen in der Lücke und beende die Runde so, wie ich sie gestartet habe, mit drei ganzen Stäbchen. Das erste, das zweite und das dritte ganze Stäbchen. Und das ist die achte Runde gewesen. Und so langsam kann man auch ein bisschen das Muster sehen. Neunte Runde. Es geht wieder los mit drei Luftmaschen. Die zählen als ein ganzes Stäbchen und ich wende die Arbeit. In der ersten Masche zwei ganze Stäbchen häkeln. Das erste und
das zweite. Und somit startet auch die neunte Runde mit drei ganzen Stäbchen in derselben Masche. Jetzt häkeln wir in jede Masche ein ganzes Stäbchen. Ich steche in die nächste Masche, häkel ein Stäbchen, auch in der nächsten Masche ein Stäbchen, in der nächsten Masche ein Stäbchen und das machen wir, bis wir die Lücke der Spitze erreicht haben. In jede Masche häkeln wir ein ganzes Stäbchen. Bis wir hier die Lücke erreicht haben. Ich bin an der Spitze angekommen, habe das letzte Stäbchen vor der Lücke der Spitze gehäkelt und jetzt häkle ich in der Lücke der Spitze zwei ganze Stäbchen. Eins und das zweite. Zwei Luftmaschen, eine, zwei und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste und das zweite. Und somit habe ich wieder meine Spitze geformt. Was ich an der rechten Seite gehäkelt habe, häkel ich jetzt auch an der linken Seite. Das heißt, in jede Masche häkel ich jetzt ein ganzes Stäbchen. Ein Stäbchen in der nächsten Masche und auch in der übernächsten Masche ein Stäbchen. In der nächsten Masche ein Stäbchen. Und das mache ich Masche für Masche. In jede Masche ein ganzes Stäbchen häkeln, bis wir das vorletzte Stäbchen erreicht haben. Ein Stäbchen in jede Masche, bis wir am vorletzten Stäbchen angekommen sind. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Hier habe ich mein vorletztes ganzes Stäbchen gehäkelt. Und nun beende ich auch diese Runde mit drei ganzen Stäbchen in der letzten Lücke. In der Lücke zwischen dem letzten und dem vorletzten Stäbchen. Ich steche in diese Lücke und häkel drei ganze Stäbchen. Das erste, das zweite und das dritte ganze Stäbchen. Und das war die neunte Runde. Runde 10, hier starte ich mit 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4 und die fünfte und ich wende meine Arbeit. Die 3 Luftmaschen zählen als ein ganzes Stäbchen plus 2 Luftmaschen. In der ersten Masche häkel ich ein ganzes Stäbchen und somit habe ich jetzt ein Dreieck, das heißt ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein ganzes Stäbchen in der ersten Masche. Nun überspringe ich die nächsten zwei Maschen und in der dritten kommt wieder ein Dreieck. Ich mache meinen Umschlag, ich überspringe die erste und die zweite Masche und steche in die dritte Masche. In diese dritte Masche ein ganzes Stäbchen häkeln, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Und das Dreieck ist fertig gehäkelt. Und nochmal. Ich überspringe die nächste Masche, ich überspringe die übernächste Masche und in der dritten Masche wieder ein Dreieck häkeln. Das heißt, ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Und nochmal. Die nächsten zwei Maschen überspringen und in der dritten Masche ein Dreieck. Ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Und noch einmal. Ich überspringe die nächsten zwei Maschen, eine, zwei und in der dritten Masche ein Dreieck häkeln. Ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Und das wiederhole ich jetzt, bis ich hier an der Spitze angekommen bin. Im Stäbchen, das ist das letzte Stäbchen
Vor der Lücke der Spitze häkle ich mein letztes Dreieck. In diese Masche kommt das letzte Dreieck. Ich bin hier an der Spitze angekommen, hier ist die Lücke. Hier ist das Stäbchen vor der Spitze und in diesem Stäbchen habe ich ein Dreieck gehäkelt. So, jetzt häkle ich in der Lücke der Spitze ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen, eine, zwei und noch ein ganzes Stäbchen in der Lücke der Spitze. Und nun, das, was ich auf der rechten Seite gehäkelt habe, häkel ich auch auf der linken Seite. Ich gehe zum Stäbchen neben der Lücke und in diesem Stäbchen, in der Masche über dem Stäbchen, häkel ich ein Dreieck. Also ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche. Somit ist hier jetzt meine Spitze, die Lücke der Spitze. Rechts habe ich ein Dreieck, links habe ich ein Dreieck und ein Dreieck ist in der Lücke der Spitze entstanden. Und es geht ganz normal im Muster weiter. Ich überspringe die nächste Masche, ich überspringe die übernächste Masche und in der dritten Masche ein Dreieck. Also ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche häkeln. Und wieder eins, zwei Maschen überspringen, in der dritten Masche ein Dreieck, ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen, noch ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke, eine, zwei Maschen überspringen, in der dritten Masche ein Dreieck, ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen, noch ein ganzes Stäbchen in derselben Masche häkeln und das wiederhole ich jetzt, bis ich am Ende der Runde angekommen bin. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Hier habe ich mein vorletztes Dreieck gehäkelt und das letzte Dreieck häkle ich hier in der letzten Lücke zwischen dem letzten und dem vorletzten Stäbchen. Ich mache meinen Umschlag. Hier ist das Dreieck. Ich überspringe eine, zwei Maschen und steche in die letzte Lücke ein und häkel ein ganzes Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch ein ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Und so sieht das Ganze bis jetzt aus. Hier ist die Spitze meines Tuches. Auf der rechten Seite habe ich 13 Dreiecke und auf der linken Seite habe ich auch 13 Dreiecke. Runde 11. Drei Luftmaschen, eine, zwei, drei und ich wende meine Arbeit. Diese drei Luftmaschen zählen wieder als ein ganzes Stäbchen und noch zwei weitere Stäbchen in der ersten Masche häkeln. Eins und das zweite. Somit mache ich jetzt wieder Zunahmen und starte diese Runde mit drei ganzen Stäbchen in der ersten Masche. Hier ist mein erstes Dreieck, das überspringe ich. Ich überspringe die Lücke und ich gehe zum zweiten Dreieck. In der Lücke des zweiten Dreiecks acht ganze Stäbchen häkeln. Das erste überspringe ich, ich steche in das zweite Dreieck und häkle in diese Lücke acht Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und das achte ganze Stäbchen. Ich überspringe die nächste Lücke und gehe zum nächsten Dreieck. In der Lücke des Dreiecks eine feste Masche häkeln. Und jetzt wieder abwechselnd. Lücke überspringen, ich gehe zum nächsten Dreieck. In diesem Dreieck häkle ich acht ganze Stäbchen. Eins,
2, 3, 4, 5, 6, 7 und das achte ganze Stäbchen. Ich überspringe die Lücke, gehe zum nächsten Dreieck. Hier häkle ich wieder eine feste Masche. Und das Ganze abwechselnd, bis wir jetzt die Spitze erreicht haben. Ich überspringe die Lücke, gehe zum nächsten Dreieck. In der Lücke dieses Dreiecks 8 Stäbchen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und das achte ganze Stäbchen. Ich überspringe die Lücke, gehe zum nächsten Dreieck. Hier häkle ich jetzt wieder eine feste Masche. Und das wiederhole ich, bis ich hier an der Spitze angekommen bin. Ich bin an der Spitze angekommen. Hier ist das Dreieck der Spitze und hier ist das Dreieck vor der Lücke der Spitze. In diesem Dreieck habe ich eine feste Masche gehäkelt und nun häkle ich 3 ganze Stäbchen in der Lücke der Spitze. Hier ist die feste Masche, hier ist die Lücke der Spitze, in diese Lücke 3 ganze Stäbchen. 1, 2 und das dritte. 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. 1, 2 und das dritte ganze Stäbchen. So. Das, was ich jetzt mache, ist mustergerecht weiter häkeln. Und zwar das, was ich auf der rechten Seite gehäkelt habe, häkle ich jetzt auch auf der linken Seite. Hier ist mein nächstes Dreieck auf der linken Seite. Und in diesem Dreieck häkle ich jetzt eine feste Masche. Es geht mustergerecht weiter. Ich überspringe die Lücke, gehe zum nächsten Dreieck. In diesem Dreieck 8 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und das achte ganze Stäbchen. Ich überspringe die Lücke, gehe zum nächsten Dreieck. In diesem Dreieck wieder eine feste Masche. Ich überspringe die Lücke, gehe zum nächsten Dreieck, in diesem Dreieck 8 ganze Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und das achte Stäbchen im Dreieck. Die nächste Lücke überspringen, im nächsten Dreieck wieder eine feste Masche. Und das häkle ich jetzt abwechselnd, bis ich am Ende der Runde angekommen bin. Ich bin am Ende der Runde angekommen, habe 8 ganze Stäbchen im vorletzten Dreieck gehäkelt und jetzt gehe ich zum letzten Dreieck und beende die Runde mit 3 ganzen Stäbchen in der Lücke des letzten Dreiecks. Das erste, das zweite und das dritte ganze Stäbchen. Das war die 11. Runde. Häkeln wir die 12. Runde. 3 Luftmaschen. Die zählen wieder als ein ganzes Stäbchen und ich wende meine Arbeit. In der ersten Masche 2 ganze Stäbchen häkeln. 1, 2. Und somit starte ich diese Runde mit 3 ganzen Stäbchen in derselben Masche. So, hier haben wir 3 Stäbchen, die gehören zur letzten Runde. Diese 3 ganzen Stäbchen, die ich gerade gehäkelt habe, sind in der Masche über dem ersten Stäbchen. Hier ist das zweite Stäbchen, hier häkle ich ein ganzes Stäbchen.
Und hier ist das dritte Stäbchen. Hier häkle ich ein Reliefstäbchen von hinten. Ich mache den Umschlag, steche von hinten zwischen dem zweiten und dritten Stäbchen in der Lücke, bin vor dem Stäbchen, vor dem dritten Stäbchen, ich steche in die nächste Lücke. Meine Nadel befindet sich im hinteren Teil der Arbeit. Ich bin unter dem Stäbchen im hinteren Teil. Ich hole mit dem Faden unter dem Stäbchen nach vorne und häkel jetzt mein neues Stäbchen. Das war ein Reliefstäbchen von hinten. Hier ist die Lücke und ich gehe zu meinen 8 ganzen Stäbchen, die ich im Dreieck gehäkelt habe. Nun werde ich hier Reliefstäbchen von vorne häkeln, und zwar 7 Stück. Das machen wir jetzt wie folgt. Ich mache meinen Umschlag, steche von vorne in die Lücke, bin unter dem ersten Stäbchen, ich steche in die Lücke zwischen dem ersten und zweiten Stäbchen. Nun hole ich mir den Faden durch die zweite Lücke unter dem Stäbchen und ich komme in der ersten Lücke wieder raus. Und ich häkel mein erstes Stäbchen. Ein Umschlag, ich steche in das Stäbchen zwischen dem ersten und dem zweiten Stäbchen in die Lücke. Bin unter dem Stäbchen, ich komme in die nächste Lücke raus. Ich hole mir den Faden durch die zweite Lücke, komme durch die erste Lücke nach vorne raus und häkel mein zweites Stäbchen. Wir häkeln ganz normal Reliefstäbchen von vorne. Mein drittes Stäbchen, mein viertes Stäbchen, das fünfte Stäbchen, das sechste Stäbchen und das siebte ganze Stäbchen. 7 Reliefstäbchen von vorne. So, und hier ist das achte ganze Stäbchen. Dieses umhäkle ich jetzt von hinten. Reliefstäbchen von hinten. Ich mache meinen Umschlag. Ich steche in die Lücke zwischen dem siebten und achten Stäbchen. Bin vor dem achten Stäbchen, gehe in die nächste Lücke. Meine Nadel befindet sich im hinteren Teil der Arbeit. Ich hole meinen Faden durch die zweite Lücke. Bin vor dem Stäbchen, ich gehe durch die erste Lücke und meine Nadel befindet sich im hinteren Teil meiner Arbeit. Hier häkle ich mein achtes Stäbchen. So, und das Ganze noch einmal. Hier ist die Lücke, die überspringe ich. Hier ist die feste Masche im Dreieck, die überspringe ich und ich gehe zu den 8 ganzen Stäbchen. Die ersten 7 umhäkle ich von vorne. 7 Reliefstäbchen von vorne. 1 2 3 4 5 6 und das siebte Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Und hier ist das achte Stäbchen der letzten Runde. Hier kommt ein Reliefstäbchen eingestochen von hinten. Und das ist mein achtes Stäbchen. Machen wir das Ganze noch einmal zusammen. Ich überspringe die Lücke, ich überspringe die feste Masche und ich gehe zu den 8 ganzen Stäbchen. 7 Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Hier ist das erste. 2. Das 3. Das 4. Das 5. Das 6. Und das 7. Und das 8. Stäbchen umhäkeln wir von hinten. Ein Reliefstäbchen von hinten. So, und das wiederholen wir jetzt
bis wir die Spitze erreicht haben. Ich bin an der Spitze angekommen. Hier habe ich meine 8 ganzen Stäbchen gehäkelt. Hier habe ich eine feste Masche, die ich überspringe. Und ich gehe zur Spitze. Im Dreieck der Spitze habe ich 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen. Ich umhäkel hier Reliefstäbchen von vorne. Das heißt, ich mache meinen Umschlag. Hier ist die feste Masche, die im nächsten Dreieck ist, die überspringe ich. Und hier sind die 3 Stäbchen. Ich häkel Reliefstäbchen von vorne. Dafür steche ich in die Lücke zwischen der festen Masche und dem ersten Stäbchen von vorne ein. Und somit häkel ich mein erstes Reliefstäbchen von vorne. Ich gehe in die nächste Lücke, umhäkel das zweite Reliefstäbchen von vorne. Ich gehe in die nächste Lücke und umhäkel das dritte Reliefstäbchen von vorne. Und hier ist die Lücke meiner Spitze. Hier häkel ich ein ganz normales Stäbchen in der Lücke. 2 Luftmaschen und noch ein normales Stäbchen in der Lücke. Und ich gehe zu den nächsten 3 Stäbchen. Auch hier Reliefstäbchen von vorne. Ich steche in die große Lücke und häkel das erste Reliefstäbchen von vorne. Ich steche in die nächste Lücke, das zweite Reliefstäbchen von vorne. Und ich steche in die nächste Lücke und häkel das dritte Reliefstäbchen von vorne. Und so sieht unsere Spitze jetzt aus. So, das, was ich jetzt auf der rechten Seite gehäkelt habe, häkel ich auch auf der linken Seite, aber mit einem ganz kleinen Unterschied. Das heißt, ich umhäkel jetzt nicht das letzte Stäbchen von hinten, sondern das erste, damit das Muster aufgeht. Ich mache meinen Umschlag. Hier ist die feste Masche im ersten Dreieck, die überspringe ich und ich gehe zu den 8 ganzen Stäbchen. Ich steche von hinten, nun häkel ich ein Reliefstäbchen von hinten, dafür steche ich von hinten jetzt in der Lücke zwischen der festen Masche und dem ersten Stäbchen. Ich bin vor dem Stäbchen und steche in die nächste Lücke ein. Nun befindet sich meine Nadel im hinteren Teil der Arbeit. Ich hole meinen langen Faden erst durch die erste Lücke. Nun gehe ich zur zweiten Lücke und befinde mich hinten. Nun häkel ich hier mein Reliefstäbchen. Das war ein Reliefstäbchen von hinten. Wir häkeln das nicht als letztes, sondern als erstes Reliefstäbchen. Und es folgen jetzt 7 Reliefstäbchen von vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das 7. Machen wir das Ganze noch einmal. Ich überspringe die feste Masche, die im Dreieck ist, und ich gehe zu den 8 Stäbchen. Ein Reliefstäbchen von hinten häkeln. Ich mache den Umschlag, steche zwischen der festen Masche und der ersten Masche ein, von hinten, und häkel ein Reliefstäbchen. Es folgen 7 Reliefstäbchen von vorne. Nun steche ich von vorne in den Lücken ein und häkel das erste Reliefstäbchen, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das
das sechste und das siebte Reliefstäbchen. So, und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Hier sind die acht ganzen Stäbchen und hier habe ich jetzt drei Stäbchen. Das erste, das zweite und das dritte. Ich beende die Runde so, wie ich sie gestartet habe. Das heißt, ich häkel hier ein Reliefstäbchen von hinten, mache meinen Umschlag, steche von hinten in die große Lücke, bin vor dem Stäbchen. Nun steche ich in die nächste Lücke und befinde mich im hinteren Teil meiner Arbeit. Ich hole meinen Faden unter dem Stäbchen zu mir nach vorne und ziehe diesen lang. Nun häkle ich mein Reliefstäbchen fertig von hinten. Hier ist das nächste Stäbchen. Ich steche in die Masche über dem Stäbchen und häkle ein normales Stäbchen. Und nun gehe ich in die Lücke zwischen dem ersten und dem zweiten Stäbchen, das heißt zwischen dem letzten und dem vorletzten Stäbchen. Ich steche in diese Lücke und häkel in diese letzte Lücke drei ganze Stäbchen. Eins, zwei und das dritte. Und so sieht unser Tuch bis jetzt aus. Man kann das Muster schon sehr deutlich erkennen. Häkeln wir die 13. Runde. Drei Luftmaschen, die zählen als ein ganzes Stäbchen und ich wende meine Arbeit. In der ersten Masche zwei weitere Stäbchen häkeln. Eins und das zweite. Und somit starte ich wieder mit drei ganzen Stäbchen in derselben Masche. Ich gehe zur nächsten Masche, auch hier ein Stäbchen häkeln. Und auch in der nächsten Masche ein ganzes Stäbchen häkeln. So, und hier haben wir das vierte Stäbchen der letzten Runde. Hier haben wir die ganzen Stäbchen gehäkelt, die ersten drei, und hier ist das vierte Stäbchen. Hier häkel ich ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Ich mache meinen Umschlag und steche von hinten in der Lücke zwischen dem dritten und vierten Stäbchen ein. Bin vor dem vierten Stäbchen, ich steche in die nächste Lücke ein und meine Nadel befindet sich im hinteren Teil meiner Arbeit. Ich hole meinen Faden unter dem Stäbchen, ziehe den Faden und häkel hier im hinteren Teil meiner Arbeit mein Reliefstäbchen fertig. Hier ist das nächste Stäbchen, das ist etwas dicker als die anderen. Hier häkel ich ein Reliefstäbchen von vorne. Ich mache meinen Umschlag und steche von vorne in die Lücke ein und häkel ein Reliefstäbchen. Und hier haben wir normale Stäbchen. Hier häkeln wir jetzt wie folgt. Ein Reliefstäbchen von hinten um das erste Stäbchen herum. Ich mache meinen Umschlag und steche von hinten in die Lücke ein, um ein Reliefstäbchen von hinten zu häkeln. Zwei Luftmaschen. Und jetzt überspringe ich die nächsten zwei Stäbchen und ein Reliefstäbchen von hinten um das dritte Stäbchen herum. Ich mache meinen Umschlag, ich überspringe das erste Stäbchen, ich überspringe das zweite Stäbchen, steche von hinten in der Lücke zwischen dem zweiten und dem dritten Stäbchen ein und häkel ein Reliefstäbchen von hinten. Und wieder zwei Luftmaschen. Ich überspringe die nächsten zwei Stäbchen und ich häkel ein Reliefstäbchen um das dritte Stäbchen herum. Und wieder, ich mache meinen Umschlag, überspringe das erste und das zweite Stäbchen und umhäkel das dritte Stäbchen mit einem Reliefstäbchen von hinten. Somit habe ich jetzt hier zwei große Lücken gehäkelt. Hier haben wir das nächste Stäbchen.
Hier häkeln wir wieder ein Reliefstäbchen von vorne. Dieses Stäbchen ist immer etwas dicker als die anderen. Also mache ich meinen Umschlag und ich steche von vorne in die Lücke und häkel ein Reliefstäbchen von vorne. Und so sieht das Ganze aus. Nochmal. Hier sind die normalen Stäbchen. Ich häkel ein Reliefstäbchen um das erste Stäbchen von hinten. Ich mache meinen Umschlag und steche von hinten in die Lücke ein und häkel ein Reliefstäbchen von hinten. Zwei Luftmaschen. Nun überspringe ich die nächsten zwei Stäbchen und ein Reliefstäbchen von hinten um das dritte Stäbchen umhäkeln. Zwei Luftmaschen und die nächsten zwei Stäbchen überspringen. Hier ist das dritte Stäbchen, hier wieder ein Reliefstäbchen von hinten häkeln. Und somit habe ich jetzt wieder zwei große Lücken. Hier ist das nächste Stäbchen, hier häkel ich ein Reliefstäbchen von vorne. Machen wir das noch einmal zusammen. Ein Reliefstäbchen von hinten. Zwei Luftmaschen. Zwei Stäbchen überspringen und hier jetzt wieder ein Reliefstäbchen von hinten. Und wieder zwei Luftmaschen. Zwei Stäbchen überspringen und wieder ein Reliefstäbchen von hinten. Und hier haben wir das etwas dickere Stäbchen. Hier häkeln wir ein Reliefstäbchen von vorne. So, und das wiederholen wir jetzt, bis wir die Spitze erreicht haben. Ich bin an der Spitze angekommen. Hier ist die Lücke der Spitze und hier sind die Stäbchen. Hier ist das etwas dickere Stäbchen. Hier habe ich ein Reliefstäbchen gehäkelt, eingestochen von vorne. Und nun häkel ich hier im Muster weiter. Das heißt, das erste Stäbchen wird ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe ein Stäbchen, ich überspringe das zweite Stäbchen und hier ist das vierte Stäbchen. Ich habe ein Reliefstäbchen von hinten umhäkelt, hier beim ersten Stäbchen. Dann habe ich das zweite ausgelassen, ich habe das dritte ausgelassen und hier ist das vierte. Hier häkel ich ein Reliefstäbchen von hinten und habe jetzt die Lücke der Spitze erreicht. In diese Lücke ein ganz normales Stäbchen häkeln, zwei Luftmaschen und noch ein normales Stäbchen in derselben Lücke. So, und das, was ich jetzt hier auf der rechten Seite gehäkelt habe, häkel ich auch auf der linken Seite. Das heißt, erstmal ein Reliefstäbchen von hinten. Zwei Luftmaschen. Ich überspringe eins, ich überspringe zwei Stäbchen und hier häkel ich jetzt wieder ein Reliefstäbchen von hinten. So, und jetzt mustergerecht weiter. Hier ist das dicke Stäbchen, ein Reliefstäbchen von vorne eingestochen. Und hier sind die normalen Stäbchen. Ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen, um das erste Stäbchen herum. Und zwei Luftmaschen. Eins, zwei Stäbchen überspringen und wieder ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Zwei Luftmaschen, ein, zwei Stäbchen überspringen
und wieder ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen. Und hier ist das dickere Stäbchen. Ein Reliefstäbchen von vorne. So, und damit wir wissen, dass wir richtig sind im Muster, hier ist ein dickes Stäbchen, hier ist das zweite dicke Stäbchen und dazwischen haben wir zwei große Lücken. So, und diese dicke Stäbchen sind immer zwischen zwei großen Lücken. Somit kommen wir dann nicht durcheinander. Machen wir das Ganze noch einmal zusammen. Ein Reliefstäbchen von hinten. Zwei Luftmaschen. Zwei Stäbchen überspringen. Eins, zwei. Ein Reliefstäbchen von hinten. Zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen überspringen, eins, zwei und wieder ein Reliefstäbchen von hinten eingestochen. So, hier sind die zwei großen Lücken. Und hier haben wir das dickere Stäbchen, welches wieder zwischen zwei Lücken ist. Hier ein Reliefstäbchen von vorne häkeln. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Hier sind die zwei großen Lücken. Das heißt, hier Reliefstäbchen von vorne. Dann hatte ich das Reliefstäbchen von hinten gehäkelt und zwei Luftmaschen. Wieder Reliefstäbchen von hinten, zwei Luftmaschen und Reliefstäbchen. Und dann hier das dickere Stäbchen, das Reliefstäbchen von vorne. Und nun habe ich hier noch vier Stäbchen über. Eins, zwei, drei, vier. Und ich beende die Runde, so wie ich sie gestartet habe. Hier ist das vierte Stäbchen. Hier häkele ich ein Reliefstäbchen von hinten. Ich mache den Umschlag, steche von hinten in die Lücke und häkel ein Reliefstäbchen von hinten. Ich gehe zur nächsten Masche. Hier häkele ich ein normales Stäbchen. Auch in der nächsten Masche ein ganz normales Stäbchen häkeln. Und jetzt häkele ich drei ganze Stäbchen in der letzten Lücke. Das ist die Lücke zwischen dem vorletzten und letzten Stäbchen. Ich steche in diese Lücke ein und häkel drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste, das zweite und das dritte. Und das war die 13. Runde. Runde 14, drei Luftmaschen, die zählen als ein ganzes Stäbchen und ich wende meine Arbeit. Zwei Stäbchen in der ersten Masche häkeln und somit starte ich wieder mit drei ganzen Stäbchen in derselben Masche. Und jetzt geht es weiter mit ganzen Stäbchen, allerdings nicht in den Maschen, sondern immer in den Lücken. Das heißt, die drei ganzen Stäbchen sind in der Masche über dem ersten Stäbchen jetzt. Nun steche ich in die Lücke zwischen dem ersten und zweiten Stäbchen und häkel in diese Lücke zwischen den zwei Stäbchen ein neues Stäbchen. Ich gehe in die nächste Lücke, zwischen den nächsten zwei Stäbchen ein neues Stäbchen häkeln. In die nächste Lücke, immer zwischen den Stäbchen, ein neues Stäbchen. Ich steche in die nächste Lücke ein ganzes Stäbchen. Ich steche in die nächste Lücke ein neues Stäbchen. Auch in die nächste Lücke einstechen, ein Stäbchen. Hier ist die nächste Lücke, auch hier ein ganzes Stäbchen. Und hier haben wir jetzt die großen Lücken. In den großen Lücken häkeln wir jeweils zwei ganze Stäbchen. Also hier ist die erste große Lücke. Ich häkel ein ganzes Stäbchen und noch ein zweites ganzes Stäbchen in derselben Lücke. Hier ist die nächste große Lücke und wieder zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste und das zweite. Hier habe ich eine kleine Lücke, ein ganzes Stäbchen in diese Lücke. In die nächste Lücke ein ganzes Stäbchen. Und hier sind wieder große Lücken. Und wieder zwei ganze Stäbchen in der großen Lücke, das erste und das zweite. Hier ist die nächste große Lücke, auch hier zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke,
das erste und das zweite. Und da, wo die kleinen Lücken sind, ein ganzes Stäbchen. Und das wiederholen wir jetzt, bis wir die Spitze erreicht haben. In jede Lücke ein ganzes Stäbchen, nur da, wo die großen Lücken sind, da häkeln wir jeweils zwei ganze Stäbchen. Ich bin an der Spitze angekommen, hier ist die Spitze. Rechts habe ich eine große Lücke, da habe ich zwei ganze Stäbchen reingehäkelt. Hier ist eine kleine Lücke, hier habe ich ein Stäbchen reingehäkelt. Und in der Lücke der Spitze häkle ich jetzt zwei Stäbchen. Eins und das zweite. Zwei Luftmaschen und nochmal zwei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste und das zweite. So, das, was wir jetzt rechts gehäkelt haben, häkeln wir auch links. Hier haben wir eine kleine Lücke zwischen den Stäbchen. In diese Lücke ein ganzes Stäbchen häkeln. Hier ist eine große Lücke, zwei ganze Stäbchen in diese große Lücke. Eins, zwei. Hier ist eine kleine Lücke, ein ganzes Stäbchen. Hier ist eine kleine Lücke, wieder ein ganzes Stäbchen. Hier ist die große Lücke, zwei Stäbchen in der großen Lücke. Eins und das zweite. Hier haben wir wieder eine große Lücke und wieder zwei Stäbchen. Eins und das zweite. Und das wiederholen wir jetzt bis zum Ende der Runde. Ich bin am Ende der Runde angekommen. In der vorletzten Lücke habe ich ein Stäbchen gehäkelt und in der letzten Lücke häkle ich jetzt drei ganze Stäbchen. Das ist die Lücke zwischen dem vorletzten und letzten Stäbchen. In diese letzte Lücke drei ganze Stäbchen häkeln. Das erste, das zweite und das dritte. Und das war jetzt die 14. Runde. Runde 15, drei Luftmaschen, die zählen als ein ganzes Stäbchen und die Arbeit wenden. In der ersten Masche zwei ganze Stäbchen häkeln. Eins. Zwei. Somit starte ich jetzt wieder mit drei ganzen Stäbchen in derselben Masche. Es geht weiter mit ganzen Stäbchen, allerdings nicht so, wie wir sie normal hier von der Seite jetzt einstechen, hier häkeln, sondern wir stechen von oben ein. Hier, so häkeln wir unsere Stäbchen normal. Nun schaue ich mir von oben meine Masche an und hier spaltet sich die Masche. Wir haben hier unten einen Faden und hier oben einen Faden. Ich habe hier meinen Umschlag gemacht, steche von oben in die Masche und bin hier oben unter dem Faden. Meine Nadel befindet sich im hinteren Teil meiner Arbeit und so häkle ich jetzt meine Stäbchen. Ich mache den Umschlag und gehe zur nächsten Masche, auch wieder von oben. Ich steche in die Masche, ich gehe unter dem oberen Faden, so, dass meine Nadel immer im hinteren Teil der Arbeit rausguckt. Und so häkele ich jetzt jede Masche. Ein ganzes Stäbchen in jede Masche von oben häkeln. Und das wiederhole ich jetzt, bis ich die Spitze meines Tuches erreicht habe. Immer von oben einstechen, so dass die Nadel im hinteren Teil der Arbeit rausguckt und ein ganzes Stäbchen häkeln. Ich bin an der Spitze angekommen. Hier ist das Stäbchen vor der Lücke der Spitze. Da habe ich ein neues Stäbchen gehäkelt. Und hier ist die Lücke der Spitze. Über dieser Lücke habe ich zwei Luftmaschen. Ich steche in die erste Luftmasche ein. Das ist die Masche neben dem Stäbchen. Von oben wieder. Ich bin unter dem Faden, der im hinteren Teil der Arbeit ist. Und häkel hier ein ganzes Stäbchen und noch ein ganzes Stäbchen in dieser selben Masche. Zwei Luftmaschen und ich gehe zur nächsten Luftmasche und auch hier von oben steche ich in die Masche ein,
Ich bin im Faden, der im hinteren Teil der Arbeit ist, und häkel auch in diese Masche zwei ganze Stäbchen, das erste und das zweite. Und das ist meine Spitze. Jetzt häkel ich ganz normal weiter in jede Masche ein ganzes Stäbchen, immer von oben eingestochen. Ich steche von oben in die Masche ein, bin im Faden, der im hinteren Teil der Arbeit ist, und häkel mein Stäbchen. Und das wiederhole ich jetzt, bis ich am Ende der Runde angekommen bin. In jede Masche, immer von oben eingestochen, ein ganzes Stäbchen häkeln. Ich bin am Ende der Runde angekommen. Hier ist das vorletzte Stäbchen. Ich habe ein neues Stäbchen gehäkelt. Und jetzt steche ich in die Lücke zwischen dem vorletzten Stäbchen und dem letzten Stäbchen und häkel in diese Lücke wieder drei ganze Stäbchen. Das erste, das zweite und das dritte. Und so sieht unser Muster aus. Im Grunde genommen ist das hier jetzt unser Muster. Was wir jetzt aber noch machen werden, ist 4 Runden mit ganzen Stäbchen häkeln, so wie wir es am Anfang gemacht haben. Und damit ist dann die Basis für unser Tuch fertig. Das heißt, das machen wir jetzt wie folgt. Ich häkel die 3 Luftmaschen. Diese zähle ich wieder als ein ganzes Stäbchen und ich wende meine Arbeit. In der ersten Masche 2 ganze Stäbchen häkeln und dann in jede Masche ganz normal, so wie wir es immer machen, ein ganzes Stäbchen. Masche für Masche, in jede Masche ein ganzes Stäbchen häkeln. Und das machen wir, bis wir die Spitze unseres Tuches erreicht haben. Wenn wir hier an der Spitze sind, häkeln wir ein Stäbchen über diesem Stäbchen vor der Spitze und dann in der Lücke der Spitze 2 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 ganze Stäbchen in dieser Lücke und dann ganz normal wieder in jede Masche ein ganzes Stäbchen. Bis wir hier beim vorletzten Stäbchen angekommen sind, in diese Masche ein ganzes Stäbchen und dann in der Lücke 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. Wenn diese Reihe beendet ist, dann 3 Luftmaschen, die Arbeit wenden und dann die neue Runde starten. 2 ganze Stäbchen in der ersten Masche, das heißt wir starten dann wieder mit 3 ganzen Stäbchen derselben Masche und dann wieder in jede Masche ein ganzes Stäbchen, bis wir die Lücke erreichen. In dieser Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und wieder in jede Masche ein ganzes Stäbchen. In der letzten Lücke wieder 3 ganze Stäbchen. Das machen wir insgesamt für 4 Runden. Ich werde jetzt diese 4 Runden außerhalb der Kamera häkeln, damit das Video nicht extra super lang wird. Und dann erkläre ich euch, wie es weitergeht. Die 4 Runden mit den Stäbchen sind fertig gehäkelt und unsere Basis für unser Tuch ist damit auch fertig. Ab jetzt wiederholen wir die 8. Runde bis zur 19. Runde. Diese wiederholen wir, bis wir die gewünschten Maße für unser Tuch haben. Immer die 8. Runde bis zur 19. Runde. Es ist gar nicht so schwer, weil wir sehr viele Runden einfach nur mit Stäbchen haben. Mein Tuch ist fertig gehäkelt und die letzte Runde ist die Runde mit den Muscheln, so dass es wie eine kleine Bordüre aussieht. Ich denke, das Tuch ist wirklich wunderschön geworden. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht und es lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Das war's für heute. Ich bedanke mich wieder für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, abonniert den Kanal. Es ist kostenlos. Es werden noch ganz viele Musterfolgen gestrickt sowie gehäkelt. Ich freue mich über ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.